Leute, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich werde heute etwas erzählen und dazu im Hintergrund schön Battle Royale Gameplay abspielen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und ich werde euch versprechen, es gibt einige richtig nice Beweise, warum unter anderem Skull Trooper, Ghoul Trooper, die Schnittersense und auch die Totengräberskizze zurück in den Shop kommen werden. Also Leute, ich empfehle euch, bleibt einfach dran, denn das Ganze wird richtig nice. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal mit dem obviesten Punkt an. Und zwar würden natürlich diese Skins und auch die Totengräber als Waffe perfekt in das Halloween-Thema passen. Ich meine, man sieht es in Fortnite wirklich überall, dass dieses Halloween-Thema kommt. Wir haben in Retail Row einfach einen Laden, der jetzt komplett auf Halloween spezialisiert ist. Und wir sehen überall auf der ganzen Map, dass Dekoration aus diesem Laden irgendwo anders hin verfrachtet wird. Wir haben zum Beispiel in Tilted verschiedenste Scheinwerfer, also diese Straßenbeleuchtung, an denen schon Gespenster hängen. Und was ich heute entdeckt habe, was ich extremst nice finde, dieses Easter Egg, wir haben an den Badewannen anstatt normale solche Füße, solche Halterung, haben wir solche Knochenbeine als Füße für die Badewanne. Und das finde ich schon mega nice und ich meine, Knochenfüße, Skull Trooper auch aus Knochen und das ist wirklich noch der absolut minimalst weitherstgeholte Beweis, den ihr in diesem Video finden werdet. Zudem haben wir vor Retail Row jetzt auch schon ein bisschen Schmückung, hier, wie heißt das nochmal? Dekoration, zum Beispiel nämlich vor dem Laden, haben wir schon ein paar Heuballen mit ein paar Kürbissen drauf aufgebaut, was ja auch auf jeden Fall perfekt zum Halloween-Thema passen würde. Ich denke, Leute, wir können uns alle einig sein, dass dieses Thema Halloween sein wird in dieser Season. Ich meine, habt ihr euch schon mal den Battle Pass angeschaut? Wir haben Werwölfe, wir haben Vampire, wir haben einfach alles, was auf Halloween passen würde. Wir haben eine gruselige Fortnite-Musik, verschiedenste Sprays, die auf das Thema zugeschnitten sind. Also Halloween ist zu 100% ein Thema und wir sind uns, glaube ich, alle sicher, dass auch ein Halloween-Event kommen wird. Ich meine, warum sollte dann die Map immer weiter dynamisch aufgebaut werden und immer weiter geschmückt werden? Das ergibt einfach komplett Sinn, dass das Thema Halloween ist. Und jetzt, Leute, denkt mal einen Schritt weiter. Halloween ist in Amerika einfach ein Feiertag, der extremst gefeiert wird. Alle Menschen sind zu diesem Zeitpunkt sowas von fröhlich, die freuen sich einfach alle nur auf die Feiertage, es gibt mega fette Partys, die Kinder können rumgehen und Süßigkeiten sammeln, eventuell erhält auch der ein oder andere nochmal ein bisschen Geld von der Tante und denkt ihr, Epic Games wird das sich nicht zu Nutzen machen? Denkt ihr, sie würden sich jetzt nicht denken, alle sind gut drauf? Halloween ist sowieso immer geil für Skins etc. Warum bringen wir nicht einfach die meist gehyptesten Skins zurück in den Shop und sahen so richtig dick ab? Gönnen uns alles, das ganze Geld, was wahrscheinlich Leute ausgeben würden. Ich meine sogar No-Skins. Ich bin mir ziemlich sicher, dass No-Skins anfangen würden reinzupayen, wenn diese Skins zurück in den Shop kommen. Ghoul Trooper, Skull Trooper und auch die Schnittersense. Ich meine, Skull Trooper ist auch noch dazu einer der günstigsten, nee, sogar der günstigste epische Skin, den es in Fortnite gibt, denn der kostet keine 1500 V-Bucks, nein 1200. Man spart also sogar noch bei dem gehyptesten Skin im ganzen Game. So, und jetzt Leute, denkt man sich vielleicht, okay, sie würden halt Geld machen, aber vielleicht auch den ein oder anderen Spieler dadurch verlieren. Nein, deutlich mehr Spieler würden ein solches Vorgehen befürworten. Ich meine, habt ihr es mal bei der Roten Ritterin gesehen? Die Leute, die ihn vorher hatten. Okay, für die war es kacke. Aber natürlich ist das eine absolute Minderheit. Fast niemand hatte diesen Skin. Und wisst ihr, wie viele ihn jetzt haben? Genau, fast jeder. Fast jeder hat sich diesen Skin gekauft. Fast jeder hat nochmal 2000 V-Bucks aufgeladen, um sich diesen Skin kaufen zu können. 2000 V-Bucks, Leute. Lasst euch mal das auf der Zunge zergehen. Das sind pro Person nochmal 20 Euro, einfach nur, weil es ein gehypter und cooler Skin ist. So, weiter geht es dann damit, dass Epic Games natürlich auch den Hype regenerieren will. Denn der Hype ist momentan nicht so, dass es immer mehr wird, dass immer mehr Spieler zu Fortnite dazukommen. Nein, es werden immer weniger Spieler, die das Spiel wirklich aktiv spielen. Es sind immer noch eine riesige Menge. Allerdings ist der Hype, die Hochzeit schon lange vorbei. Season 2, Season 1, da war Fortnite im Hype. Da war das so richtig. Alter, dieses Spiel hat Potenzial. Und wisst ihr, was noch zu Season 1 rauskam? Genau, der Skull Trooper. Warum sollten sie das nicht re-releasen, um nochmal so viele Spieler wie möglich zu mobilisieren, um ihr Spiel zu spielen? Das würde einfach aus allen möglichen Perspektiven komplett
Sinn ergeben. Sie würden nämlich einmal finanziell nochmal ultra plus machen. Sie würden den Hype komplett ausnutzen. Und es würde thematisch sowohl in-game als auch generell in Amerika komplett passen. Weiter geht es jetzt mit einer weiteren Theorie, die wirklich extrem weit hergeholt ist. Die habe ich mir einfach mal selber ausgedacht und ich fände es einfach persönlich mega cool. Und zwar sehen wir momentan den Würfel auf dem Weg in Richtung Haunted. Wie geil wäre es, wenn er auf seiner Reise um die Map nicht kurz an Halloween oder so rund um die Zeit Halloween, wir sind ja jetzt schon so in der Vorbereitung, einfach mal einen Stopp da machen würde bei Haunted und einfach mal tote Seelen, also zum Beispiel den Skull Trooper oder den Ghoul Trooper aus den Gräbern zurückholen würde. Für mich wäre das wahrscheinlich wirklich mit Abstand das geilste Live-Event, was man irgendwie in Fortnite bringen könnte. Und ich meine, wer würde da nicht versuchen, dabei zu sein? Das wäre einfach ultra heftig. Leute, und jetzt kommen wir zu dem, wofür wahrscheinlich alle eingeschaltet habt. Fortnite hat tatsächlich offizielle Teaser zu der ganzen Thematik gebracht. Es ist einfach nur noch Logik, dass diese Skins und auch die Totengräber-Skizze zurückkommen werden. Denn für mich ist es komplett unlogisch, dass Fortnite die Skins zurückbringen würde, aber nicht die Totengräber. Denn was ein viel größeres Problem von Epic ist momentan nicht Battle Royale. Nein, Battle Royale läuft noch ziemlich gut. Season 6 hat nochmal einen guten Push gebracht und das Ganze würde auch von alleine noch eine ganze gute Weile laufen. Nein, Rette die Welt verliert ultra einen Hype seit dem Duplizierglitch. Denn der Global Chat wurde ausgemacht, es kommen generell nicht wirklich mehr Updates und wenn man einfach mal bei Google in die Suche da die Trends durchforstet nach Rette die Welt, dann sieht man direkt, dass das einfach nur noch absteigt. Rette die Welt ist mies am Absteigen. Viele Spieler haben einfach durch den Duplizierglitch übelst den Spaß verloren. Mich leider mit eingeschlossen. Mir macht's noch Bock, aber mir hat's einfach vorher deutlich mehr Bock gemacht. Einfach, wo noch eine Totengräber was Besonderes war, wo Spektrolyth noch was Besonderes war, etc. Und Epic, ihr müsst es wieder in den Griff bekommen. Und eine Totengräber würde da natürlich mega helfen, einfach die Motivation oben zu halten, die Spieler zu motivieren, verschiedenste Missionen zu machen, vielleicht auch ein bisschen XP zu gainen oder sonst was. Es würde einfach wieder diesen Spielspaß zurückbringen, da es einfach eine der gehyptesten und auch coolst aussehendsten Waffen im ganzen Spiel ist. Ich meine, wer wird sich nicht nochmal schön an den PC setzen, noch eine gemütliche Runde Rette die Welt spielen, um sich diese absolut overpowerte Waffe zu gönnen? Ich meine, sie sieht nicht nur cool aus, sie ist nicht nur selten, sondern auch absolut stark. Jeder würde sich diese Waffe holen, Leute. Ich finde auch, dass es eins der stärksten Sturmgewehre im Spiel ist und dazu sieht es einfach noch so verdammt geil aus. Ich meine, das wird einfach den Hype nochmal komplett sprengen. Und jetzt kommen wir nochmal zu den richtigen Teasern. Und zwar diese Teaser, die beweisen wirklich eher, dass Skull Trooper und Ghoul Trooper zurück in den Shop kommen. Wie ich gerade schon erklärt habe, damit verbunden ist für mich auch der Totengräber. Und zwar hängt das Ganze mit dem Season 6 Trailer zusammen. Wir alle haben ihn gesehen, denn er wurde ja beim Starten von Season 6 nochmal abgespielt. Und wir alle haben, glaube ich, ein bisschen schmunzeln müssen bei der Szene mit dem Skull Trooper, der Popcorn ist. Und ich denke auch, dass die meisten von euch diese Szene so wahrgenommen haben als: Oh cool, ein gehypter Skin, macht was Lustiges, ist einfach so eine schöne Pointe in dem ganzen Trailer. Und ich habe das ganz anders interpretiert. Ich habe mir direkt gedacht, confirm, Skull Trooper kommt zurück in den Shop. Keine Diskussion mehr. Denn Leute, denkt doch einfach mal jetzt mal wirklich ganz objektiv. Würdet ihr in euren Trailer, in euren Teaser-Trailer etwas reinpacken, also in einen Film, der euch darauf vorbereiten soll, was neu ist, was kommen, was auf euch zukommen wird, würdet ihr da etwas reinpacken, was nicht auf euch zukommen wird? Würdet ihr da wirklich dann einen Skin reintun, der nicht zurück in den Shop kommt? Vor allem, wenn es dann noch thematisch so gut passt. Ich glaube nicht, dass auch nur einer von euch wirklich so denken würde. Es würde einfach komplett Sinn machen. Es ist einfach so ein offizieller Teaser und wirklich so ein offensichtlicher Teaser, dass man den schon fast gar nicht erkennen kann. Aber für mich ist das einfach schon so gut wie der Beweis, dass der Skull Trooper, Ghoul Trooper und die Totengräber-Skizze zurück in den Shop kommen werden. Und jetzt natürlich noch eine andere Sache. Ich meine, habt ihr euch mal im Battle Pass umgesehen? Alles ist auf Halloween zugeschnitten. Und da haben wir auf Stufe 84 oder 82 war das, glaube ich, einfach nochmal ein Banner-Symbol von dem Skull Trooper. Das heißt, wir können uns sogar noch als Banner den Skull Trooper machen. Und zwar, glaube ich, auf Stufe 82, genau. Und ich meine, wie offensichtlich wollen die das noch machen? Ich meine, wenn die ihn jetzt nicht zurückbringt, dann spricht wirklich alles dagegen. Das wäre einfach sozusagen jetzt eine Wahrscheinlichkeit von, ich sag mal,
15, nicht mal 15%, dass sie nicht zurückkommen, diese Skins. Und es wird nämlich noch eine Sache bringen. Account Selling würde fast stoppen. Wenn die meistgehyptesten Skins im Shop sind, dann würden so viele Leute einfach nicht auf dieses Account Selling zurückgreifen und können auch nicht gescammt werden. Epic Games wird einfach so viele Fliegen mit einer Klatsche klappen. Ich meine, Leute, wäre es euer Spiel, würdet ihr sie nicht auch zurückholen? So, jetzt noch eine kleine letzte Sache. Und zwar, Epic Games hat auch nie gesagt, dass sie diese Event-Skins nicht re-releasen wollen. Ich meine, das denken sich manche aus. Hier, Epic hat schon gesagt, Event-Skins werden nicht zurückkommen. Das stimmt nicht. Epic Games hat nur gesagt, dass sie, also hat letztes Jahr getweetet, am letzten Tag von Fortnite-Mers. Leute, für dieses Fortnite-Mers ist es das letzte Mal, dass diese Skins zurück in den Shop kommen können. Allerdings ist da nichts, wirklich nichts, was auch andeuten lässt, dass sie nicht einfach nächstes Jahr zurückkommen sollten. Ich meine, in Rette die Welt haben die schon sowas ähnliches rausgehauen. Sie haben einfach mal die Geburtstagslamas und damit die seltensten Waffen im Spiel zunichte gemacht. Ich meine, Winnetech Pulsar hatte wirklich fast niemand. Und jetzt hatten wirklich so viele Leute die Skizze davon. Auch zum Beispiel eine Sägereißer etc. Diese ganzen Waffen, die waren so viel wert. Und jetzt sind sie einfach genau das gleiche wert wie eine scheiß legendäre Scar. Vielleicht ein bisschen mehr. Und genau das, Leute, sind meine Gründe, warum dieses Mal Sky Trooper und Ghoul Trooper zurück in den Shop kommen werden. Leute, hat euch dieses Video überzeugt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Teilt das Video auf jeden Fall mit euren Freunden, wenn die auch so gehypt sind auf das Halloween-Event und auf die neuen Skins. Und kommentiert, was ich ansonsten noch verbessern kann. Dann verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns hoffentlich morgen. Bis dahin, haut rein. Ciao.